Ja, wir befinden uns hier im Domeyer Park und hier ist eine Gedenktafel mit Esperanto. Und das ist eine Freundschaft, soll darstellen zwischen Polen und Deutschland. Einmal Nowy Sącz, 900 Kilometer, und einmal Góra, 530 Kilometer. Und wie ist es dazu gekommen, dass diese Gedenktafel oder das Denkmal aufgestellt wurde? Also soweit ich jedenfalls gehört habe, gibt es schon seit durch Esperanto eine lange Freundschaft zwischen Deutschland und Polen und dadurch wurde jetzt Anerkennung dargestellt. Aha. Góra, ne, ist die eine Stadt auf dem Denkmal, richtig? Richtig. Das hängt wahrscheinlich mit dem vertriebenen Denkmal, welches hier neben dem Denkmal Wissenskraft von Herrn Uttermühlen gibt es hier einmal ein Mahnmal wegen der Vertriebenen aus Góra, Schlesien, Polen halt einmal. Und da haben sie jetzt gegenübergestellt das völkerverbindende Esperanto-Denkmal. Das ist mir dann halt dazu eingefallen, weil von daher kennen einige Herzberger vielleicht den Städtenamen Góra, 530 Kilometer von Herzberg entfernt, ein ganz klein bisschen. Nowy Sącz höre ich zum ersten Mal. Wie findest du das Denkmal? Ja, ich finde es, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Es deutet auch ein bisschen, ja, edel aus, also schon mit Gold bestückt. Sehr, sehr wertvoll, wie ich finde. Amikeco per Esperanto, Germanio, Polando. Freundschaft durch Esperanto, Deutschland, Polen. Es gibt noch eine Informationstafel dazu, die sich Zuschauer vielleicht selber mal genauer angucken, weil da drauf gibt es halt auch einen QR-Tag. Da gibt es halt Deutsch und Esperanto. Kann man sich dann halt ein bisschen sich anschauen, ob das was für einen ist. In Herzberg selber gibt es das Interkulturazentro. Warst du da schon mal? Ja, einmal, da wurde mal so ein Treffen abgehalten und sehr nette Leute, konnte man sich sehr gut unterhalten, auf Deutsch natürlich, aber auch auf Esperanto, wenn man dann könnte, und sehr leckeres Essen und gute Getränke. Gut, okay, ich glaube, ich war da auch schon mal. Esperanto kann man aber auch kostenlos auf Duolingo im Internet lernen. Da versuche ich mir ein bisschen was anzueignen. Muss man sich gucken, ob das was für einen ist oder nicht. Mir gefällt das Denkmal auch sehr, sehr gut. Und auf der Informationstafel, das haben wir eben gerade auch noch lesen können, steht, dass es wohl mehrere Stationen gibt. Hast du noch eine andere Station entdeckt? Ja, also soweit ich weiß, ist hier in Herzberg beim Wasserrad auch noch eine Station. Da ist also dieser Esperanto-Platz. Da müsste man mal gucken, ob man noch was anderes entdeckt. Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen herzlichen Dank. Alles klar. Wir verabschieden uns aus dem Domeyer Park.